kann ich jetzt auch nicht reparieren. Ne? Muss ich mit leben. Ja, am besten noch ein anderer. Moin! Moin! Hier bin ich richtig. Ja. In der Turnstunde. So, dann bist du der Einsatzleiter. Moin, Jens hier, hallo. Hallo Jens. Und die Dame? Manuela. Manuela. Und ihr seid hier auch alle an einem Verein? Ja. Alles eure Kinder? Alles unsere Kinder. Ich sehe schon. Spaß habt ihr, aber Probleme auch. Genau. Wir haben ein Auto mit fünf Personen zugelassen. Ja. Sechste wären gut, sieben wären besser, aber neunte brauchen wir, damit wir alle Mann zu machen, wenigstens wieder wegfahren können. Moin, Moment. Habe ich mich verzählt? Oder was? Acht Shorties, ja, einer ist ein bisschen größer und zwei Erwachsene. Der Große macht seinen Weg alleine schon. Ach so, bist schon selbst auf Kette? Ja. Hast du Führerschein? Ja, Mofa. Mofa, okay. Aber damit kommst du klar? Ja. Dann geht er schon eigene Wege, das heißt Neunsitzer wäre schon perfekt, okay. Damit wir endlich alle mal wieder wegfahren können, zur Oma fahren können, weil die haben wir schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Also als Budget für Date kann ich 800 Euro mitgeben. Das haben wir uns mühsam zusammengespart von den Spesen, vom Lohn, vom Kindergeld. Mehr wie 800 Euro sind nicht drin. Zum Mini-Budget von 800 Euro kommt dieser 17 Jahre alte Renault Clio mit 193.000 Kilometern dazu. Was haben wir denn hier? Baujahr. 98, da steht die 8. Hier haben wir gleich Rost. Da haben wir gleich einen Einschlag. Was ist hier passiert? Keine Ahnung, ich habe ihn so gekriegt. Wie lange hast du den denn schon? Den habe ich jetzt seit 3-4 Monaten. Und so hast du ihn angekauft und hast du hier hingelegt? Oh, jetzt geht auch die Brille kaputt, du. Den habe ich so angekauft, ja. Ja. Weil ich brauchte dringend einen für 700 Euro. Was hat er runter? 194.000. Du hast dich doch wieder verarschen lassen. Ja. Ja, zum Glück läuft er noch vernünftig. Hier vorne. Also ich weiß so was, ich glaube, ob der einen Unfall hatte oder nicht. Ne, das ist hier eigentlich egal. 200.000 runter, Resthüff, Beulenkratzer. Stellen. Mach mal die Haube auf. Ja, zum Glück läuft er noch vernünftig. Hier vorne ist das Blech abgerissen. Oh Gott, ey. Das klappert auch während der Fahrt. Da krieg ich doch nichts für. Ganz realistisch. Jens, kommst du mal bitte. Ja. Was schätzt du, was der Wagen bringt nach deinem Pflegezustand? Jetzt, nachdem du den begutachtet hast, 150 Euro. 250. Ist der Stecker raus. Oh, ja. Meine Fresse, ist die Kiste durch. Also hier ist echt alles im Eimer. Hier Lüft. Ach du Scheiße, ein Teil in der Hand. Ja, darfst du gar nichts mehr anfassen. Ne? Fahrwerk total schwammig, 200.000 runter. Was machst du mit so einem Wagen? Jemanden bescheißen will ich auch nicht. Ja, ich habe gerade einen Hinweis gekriegt. Irgendwas süfft raus. Oh Mann. Nicht das auch noch. Oh nein. Oh nein. Kühler noch im Eimer ist. Kann nicht einmal was vernünftig laufen? Ja, was denn, ey? So ein Schlauch abgerissen oder was? Was ist denn los? Wasserpumpe hat ein Leck. Motor läuft, Spritze, die ganze Seuche noch an den Kopf. Ja, kann ich jetzt auch nicht reparieren. Ne? Muss ich mit leben. Ja, am besten noch ein anderer. Diese Mission hat keinen guten Start. Deshalb, der Clio muss weg. Moin, Bild. Da ist der Kai. So, heute ist sein Tag. Du leckst. Ja, wie? Ja, der hat ein bisschen was an der Wasserpumpe. Da vorne auch aufgefallen, ne? Über ein paar kleine Macken können wir reden. Da ist so ein minimaler Farbwechsel hier, da hat mal so ein bisschen was hängen geblieben. Ich sehe das wohl. Aber das Ding hat noch ein paar Monate TÜV. Wie lange? Ja, fast bis zum Ende des Jahres. Das ist ja schon mal was. Ganz kaputt ist er nicht. Ne? Du siehst ja, schöne Luxusausstattung. Was hast du vor mit dem Ding? Ich muss für das Ding 700 Euro haben. Bringst du noch einen her? Oder? Verarscht er mich noch, du. Nee. Ist echt ohne Scheiß. Ist mal bitterer Ernst. Also 300 ist 600 Euro. Das passt nicht. Wie, das passt nicht? Wo soll ich denn damit bleiben? Komm, Dave, weil du das bist, 500 Euro und wir streiten uns nicht mehr. Lässt das Ding hier, ich gebe dir Geld. Und du meldest ihn ab. Ich melde ihn ab. Hand drauf. Moin, Michael. Hallo, Dave. Wie ist die Lage? Ja, alles gut. Bei dir? Ach, beschissen, wer geprahlt. Du, pass auf, hab ein Problem. Ja? Auf Deutsch gesagt, ich bin klamm und brauche Scheine. Okay. Ich will aber arbeiten, ich will nichts geschenkt haben. Ich glaube, das wäre genau das Richtige. Willst du mir jetzt einen Ladenhüter umhängen oder was? Nee, pass mal auf. Bis Januar 2017 hat er TÜV.
da brauchst du nicht viel dran machen. Du musst ein bisschen was machen. Ja, aber wer ist genau kauft das denn sowas? Wer kauft hier ein Mondeo? Was ist das für eine alte Knöre? D checkt den Wagen. Im Stand präsentiert er sich gut. Der Motor läuft einwandfrei. Also er fährt sich ganz anständig, läuft auch ordentlich. Lenkungsspiel habe ich nicht, reagiert sofort. Klima, Komfort, Wind ja, Kälte nein. Also, da haben wir schon wieder den ersten Mangel. Junge, 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 da kommst du richtig ins Schwitzen, du. Was tust du mir an? Wieso, der fährt gut. Ja, fährt gut, fährt gut. Klima haut nicht hin, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, weißt du? Du wolltest was machen. Ja, aber die Klima, pass auf. Ich muss die Sache einschätzen können, ne? Einmal kurz befüllen oder ob er eine Leckage hat, sowas, ne? Ja, das können wir ja machen, das ist ja kein Problem. Ja, aber das kostet ja alles und ich habe gerade zu wenig. Also ganz ehrlich, ne? Bei meinen 500 bin ich noch, die ich dir bieten kann. Ja, 500, da kommen wir nicht ganz mit hin. Guck mal, du hast wirklich TÜV, ich kriege ja sonst mehr. Guck mal, der hat 200.000 runter. Ja. Guck mal, der hat Kratzer. Kein, weil du es bist, 700. Und ich kann bei dir in die Werkstatt. Ja, das ist klar. 700. Ja. So, dann wollen wir mal abdrücken, Klima neu befüllen und mal gucken. Die erste Schwierigkeit, wo sind die Anschlüsse der Klimaanlage beim Mondeo? Gut versteckt, das wird eine größere Operation. Det holt sich eine helfende Hand. Ich kann doch nicht die ganze Radrauschale rausbauen. Wegen so einer Scheiße. Mhm. Ja, der kriegst du deine Nerven, das ist doch wohl eine Servicekatastrophe. Ja. Also Rad runter und Innenkotflügel abschrauben. Hier liegen die Anschlüsse zur Befüllung der Klimaanlage. Santa Maria. Kommst du ran? Jetzt kann Det die Schläuche des Klimageräts anschließen. Und er hat Glück. Die Klimaanlage lässt sich wieder korrekt befüllen. Kratzern und Schlieren macht die Poliermaschine den Gar aus. Das Ergebnis überzeugt. Für Familie Arndt steht viel auf dem Spiel. Det weiß, der Erlös aus dem Verkauf des Mondeos wird nicht reichen. Es muss deutlich mehr Geld her. Du wolltest auch zum 65. zu Oma, ne? Ja, wollte ich schon. Kannst du da mal so ein bisschen anklopfen, mal durchschütteln, ob da noch was rausfällt oder ob wir die Kaffeetafel auflösen vorzeitig und an der Tafel Silber verkaufen? War ja nur so ein Gedanke. Ja. Ah, das kann man zwar machen, aber ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Da müssten wir auch allerdings noch mal nach hinten gehen. Ich habe da noch was. Ja, was hast du denn? Mein kleines Baby habe ich da noch zu stehen. Was heißt das? Ein 316er BMW. Du hast noch ein Auto. 316 i-Kompakt. Warum sagst du mir das jetzt erst? Was soll das denn? Ich dachte, ich könnte, geht auch ohne den BMW. Wie sag mal, der ist abgemeldet, aber du polierst ihn immer noch? Ja. So eine Liebe? Ja. manchmal ist das so ungerecht, ne? Ich meine, hast du für gespart, kannst ihn aber jetzt nicht zulassen, weil das Geld knapp ist. Ja. Darf man einem Mann, der seinen Wagen, sein Fahrzeug so liebt, das Ding einfach wegnehmen? Ich habe keine andere Wahl, du. Es muss. Muss das echt stark sein. Hier, was hältst du von dem? Hast du schon mal so eine Lippenstiftfarbe gehabt? Knallrot, sieht aber normal nur bei Mutti an den Lippen gut aus, ja, oder? Ja, aber dafür hast du noch ein bisschen Racing hier. Siehst du, das ist ein extra Wunsch. Und fass bitte einmal über die Haube. Das flutscht nur so. Merkst du das? Pickel habe ich jetzt auf jeden Fall keine gespürt. Richtig, der ist nämlich hochpoliert. Er wird ja schon von innen nach außen wieder schicki. Ja, willst du jetzt hier weinerlich werden? Hast du schon mal eine Blasenentzündung gehabt? Nein. Der schon. Aber das macht ihn ja nicht gerade wertvoller. Nein, das ist richtig, aber ich will auch nicht so viel Geld haben. So. Was hast du dir denn vorgestellt? Pass auf, 1500. Das Ding gehört nicht mir, ich will nicht in Urlaub fahren, ich muss das Ding zu scheinen machen. Ich habe dir die Situation auch am Telefon erklärt. Sag mir was Vernünftiges. 600. 1200. Zu viel. Viel zu viel. Ja, wie, was heißt denn hier zu viel? 1200 ist doch realistisch, du. Ich bin ja gerade 300 Euro entgegengekommen. Komm mir entgegen. 900. 1100. Komm, weil er Radio-CD hat, glatte 1000. Dann wie ist lange auch machst du den Job schon? 10 Jahre. 1000. Ab ins Büro, Papiere gönn dir. So, jetzt bin ich hier beim geilen Roman. Der handelt ja mit allem Kram, ne? Ganz bunte Palette, aber ich denke mal, mit diesem Mondeo kann ich seinen Hof richtig gut aufwerten. Strahlt dich so ein Lack noch sauber an. Ich bin begeistert. Wer hat den denn poliert? Du doch nicht, oder? Ja, selbstverständlich. Was hast du denn gemacht? Mit Ring gegen den Hauch? Das war so, kann ich dir direkt erklären, das Fahrzeug kommt ja aus zweiter Hand. Ah, ja. Hm. Da war einmal ein Rentner drauf, ich glaube, der hat Probleme, das Loch zu finden. Ja, genau. Und danach kam ein Weibchen. Ne? Also eine Dame hat diesen Wagen auch schon befingert, also zwei Personen waren da drauf. Okay, also zweiter Hand, sagst du? Ganz genau. Okay. Sauber, fährt sich korrekt, schaltet korrekt, TÜV ist drauf, 1,17. Ne? Wie du siehst, kein Schiebedach, kann auch nicht kaputt gehen. Klima? Natürlich hat er Klima. Und weißt du was? Klima habe ich extra noch frisch befüllt. Nicht nur einfach abgedrückt.
Ding ist Pico, das Ding ist sauber. Wie heißt das nochmal? New Edge war das doch damals, ne? Ja, siehst du. Springt ja Ando, Mando. Gibt's da irgendwas, was dich interessiert, was du wissen solltest, oder nur mein Preis? Ich will erstmal noch ein paar Details wissen. Also erstmal die Laufleistung wäre interessant. Ja, kann ich auch so sagen. Ja, 217.000. Wen soll ich den noch verkaufen? Ne? Ich habe an 1500 gedacht. Gummi ist gut, Bremse brauchst du auch nicht machen. Ich war echt da dabei. Ich kann den für 1000 einkaufen. Ja. Ich kann dir doch nicht so einen Wagen für 1000 geben, da bleibt bei mir doch gar nichts hängen. Roman, das Ding ist unfallfrei, der hat keinen kassiert, da kann ich mit 1000 Euro echt nicht klarkommen, das geht nicht. Sag mir, was wirklich schwer wegen der Laufleistung. Du musst mich auch verstehen, verkauf so ein Auto, ehrlich. Ich schieb den so durch, ich geb dir 1100. Klimaanlage, Viertürer, Export schreit Juhu. Letztes Angebot wären bei mir jetzt 1-2. Hand drauf. Bar Cash. Schön. Die Recherche nach neun Sitzern ist eine echte Herausforderung. Das Angebot dürftig. Nach langem Suchen entdeckt er einen vielversprechenden neunsitzigen Fiat Scudo. Für 5.200 Euro unerreichbar. Jetzt braucht es Ideen. Wir brauchen eine Aktion, wo was hängen bleibt, wenn es ein Flohmarkt ist. Du hast doch da eine Klassenkameradin. Ja, eine Klassenkameradin. Der Bruder, der hat eine Band. Ja. Und da könnte ich vielleicht mal anrufen, fragen, ob der vielleicht bei uns hier auftreten. Sofort an die Hörer. Wir haben keine Zeit. Dann machen wir das. Der Plan? Ein Benefiz-Rock-Konzert in einem großen Restaurant. Sohn Leon macht die Band klar. Det und Jens suchen nach Sponsoren und nach einer Location für das Konzert. Hier müsste ich richtig sein. Hab im Netz ja einen Fiat gefunden, einen großen. Und hab einen Termin mit Gerrit und einem Super Scudo. Hey, hallo Det. Hi. Schönen Tag. Der 2001er Scudo ist alt an Jahren, aber jung an Kilometern. In knapp 15 Jahren wurde er nur 57.000 Kilometer weit bewegt. Das ist er? Das ist er. Das sieht aus wie ein Krankenwagen. Ja, ein schönes Scudo, Baujahr 2001. 57.000 Kilometer gelaufen, Zahnriemen ist gewechselt, der hat als Schulbus gelaufen. Schulbus? Ja. Da kommt mir der Sache ja ganz schön nah. Ne? Ich meine, wenn die sich alle zusammenpacken, sind Familie 8 Kinder. Ne? Ja. So, dann machen wir ihn einmal auf. Schieß los, Zahnriemen gemacht. Ja, steht hier vorne schön mit einem sauberen Aufkleber. 5/2015, 55.679 Kilometer. Ja, Kuckuck, ey. Ja, ist ja gerade gemacht. Wir mehr. Das finde ich hervorragend. Perfekt. Also ich finde hier nichts, was mich beunruhigt. Die Laufleistung 56.000 nehme ich ihm ab. Genug Sitzplätze haben wir. Sauber ist er. Macht auch langfristig, glaube ich, keine Sorgen. Schaltet exakt. Das wäre genau das richtige Ding. Nur komme ich preislich nicht hin. Gerrit, über was reden wir denn eigentlich? Preislich. Irgendwas mit 5 hast du geschrieben, ne? Also 4,9 muss ich für das Auto haben. Da gehst du freiwillig schon mal 300 runter. Ja. Wenn du 4,9 haben musst, dann kriegst du so gesehen 4,3. Nein. Habe ich das richtig gerechnet? Nein, um Gottes Willen. Wieso nicht? Nein, dafür ist das Auto zu gut. 4,4? Nein. 4,9 muss ich für das Auto haben. Ich stehe gerade mit 2,8 in der Hand vor der Tür. Und er will 4,9. Und jetzt? Jetzt muss das Konzert richtig zünden. Wenn da nichts hängen bleibt, willst du ja nicht. Und dann heißt es Tränen. Kommen die Menschen, wenn Det Müller ruft? Sie kommen. Das Restaurant Queen of Texas in Basel um 7. Etwa 500 Leute sind der Einladung gefolgt. Na also. Klingt doch gut. Was? Ich kann dich nicht mehr. Ah, der Hammer. Pass auf. Santa Maria, ne? Haare weg. Ja, Haare sind weg und ich muss auch weg. Danke. Aber reichen die Spenden auch? Det zieht seinen letzten Joker, die Band Auftrieb. Die Jungs rocken die Bühne für den guten Zweck. Den Zuschauern gefällt's. Völlig überraschend kommt noch ein Vertreter eines USK-Clubs aus Ostfriesland auf die Bühne. Wir haben uns alle an der Tanke getroffen und haben spontan beschlossen, alle nur halb voll zu tanken und der Rest ist dann hier reingegangen. Oh, herrlich, super. Das ist ein Applaus wert. Auch ein Optikerteam aus der Gegend lässt sich nicht lumpen. Ich finde das erstmal hervorragend, dass ihr was für mich... Ach, hör auf jetzt. Kein Witz. Hör auf jetzt. Halt das bitte einmal in die Kamera. Siehst du? Und das hier, ne, ist eine ganz große Nummer. Also, sowas habe ich selten erlebt. Sowas wünscht man sich jede Woche.
Jetzt gilt es. Wird Verkäufer Gerrit noch mal 200 Euro nachgeben? Gerrit, heute ist Freitag. Einen wunderschönen guten Tag. So, pass auf. Wollen wir was durchziehen? Nimm Platz. Wir müssen ja noch was begleiten, ne? Oh Mann. Warte, jetzt mal ganz schön. Erzähl. Ja, nee, du zählst. Oh Mann. Höchststrafe. Das ist alles. Oh, nee, hier kommt noch einer. Das ist alles, was ich erwirtschaftet habe. Erzähl. Und weißt du, wie viel das ist? Hau einen raus. Ich hoffe. Ja, das sind jetzt hier 7. Und ein bisschen Hartgeld. Das kannst du dir auch einsacken. Gut. Ich weiß, ich bin da noch ein bisschen drunter. Aber es war nicht mehr zu machen. Ich appelliere jetzt an dein Herz. Um dir zu helfen und der Familie zu helfen, haben wir uns mit unserer Gebrauchtwagengarantie, die wir geben, mit denen zusammengesetzt. Das ist die GGG-Garantie. Die würden sich hier an dem Deal mit 200 Euro noch beteiligen, sodass wir die Katze im Sack haben. Und für 4.700 Euro kriegen die das Auto komplett fertig. Ja, gut, da kann ich auch wieder ein paar Sachen rausnehmen. Ich meine, das muss auch getankt werden. Ne? Komm her. Wir machen das so, wir lassen das Auto für Sie zu. 4.700 Euro. Und der Deal ist perfekt. Alles klar. Ich danke dir. Klasse. Ist ja geil. Siehst du wohl. Der ist nicht nur hübsch, der ist auch groß. Ja, ja. Der ist schön. Und das ist euer. Super. Super. Du bist ja richtig glücklich, ne? Zum ersten Mal seit über 2 Jahren sitzen alle Kinder in einem Auto. Alle sind glücklicher, kein Streit mehr. Ja. Einfach klasse. Dass wir alle mal wegfahren können. Dass alle auch reinpassen können. Ja. Ich finde es einfach klasse, was Tete geschafft hat. Weil wir hätten so ein Auto hätten wir nicht zustande gekriegt. Und nochmal vielen Dank an die ganzen Spender, die da mitgeholfen haben, an die Band und an alle. War echt super.